Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist, nee, bei mir ist nicht Mittwoch, egal, bei mir ist ein anderer Wochentag. Die guten Definitionen. Ja, und ich habe heute ein Thema für euch. Oh, da ist wieder diese Türschnallen-Neurose. Ich nehme nicht nur hier für Neurosen. Ja, ich habe heute ein Thema im Gepäck, das vielleicht dem einen oder anderen aufstoßen wird, so wie ein viel zu fettiges Essen. Mein Thema ist heute 5G. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, 5 was? Die anderen werden sagen, wieso das? Und die anderen werden sagen, wieso schauen wir das Video an im Regen und werden nass? Entschuldigung. Kann ja passieren. Wer weiß, statistisch gesehen könnte es sein, dass jemand das Video gerade anguckt und dabei im Regen steht. Ja, also 5G meine ich damit das neue Daten-Internet. Ding von, das es im Moment nur bei der Telekom gibt und das mit dem Handy zu tun hat meistens. Obwohl ich glaube, dass 5G auch fürs Festnetz verfügbar ist, aber das bin ich, weiß ich nicht 100%. Ja, müsste es doch eigentlich, wenn es Firmen haben, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall wollte ich mal sagen, was ich dazu denke und was ich dazu meine. Also ich bin jemand, ich bin schon von Haus aus nicht so der große Fan von Strahlung. Und mein Papa, der verträgt Strahlung zum Beispiel gar nicht. Der kriegt davon teilweise richtig fiese rheumatische Schübe, weswegen wir in unserem Haushalt versuchen, so wenig Strahlung wie möglich zu haben. Das Strahlendste, was wir in unserem Haushalt haben, ist Leos Lächeln. Dieser Moment, wenn ich dein Hase disst vor laufender Kamera. Jetzt hätte ich es gerade noch aushalten können. Die 5 Sekunden kuscheln, oder? Nein, da wackelt man mit dem Kopf. Nein, geht gar nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir versuchen so wenig Strahlung wie möglich im Haus zu haben. Deswegen ist es bei uns auch furchtbar schwierig, Telefone zu finden. Also für unser Haushalt oder ja. Oder auch das WLAN, da sind wir zum Beispiel ist auch total eigentlich nicht so begeistert. Und ja, es gibt so Sätze, die man weiß, aber die man nicht hören will. Zum Beispiel, dass selbst wenn wir kein Gerät im WLAN haben, dass trotzdem das WLAN dauernd aktiv ist. Man will es nicht wahrhaben, obwohl ich vermute, es ist halt auch die Wahrheit. Dazu habe ich eine Videoidee, die setze ich gleich mal am Freitag um. Ja. Gut, ja, auf jeden Fall, was meine Mama mir erzählt hat, weil sie irgendwo gelesen hat in irgendeinem Artikel oder irgendwo im Internet, weiß der Geier, nur heutzutage ist es ja so, dass die Quellenangaben so seriös sind wie die Doktorarbeiten von teilweise ehemaligen Verteidigungsministern. Ja, der hätte auch leichter gehabt, wenn er Quellen angegeben hätte. Naja, auf jeden Fall hat meine Mutter da gelesen, dass es vor einiger Zeit in London, ne? Irgendwo in England. Irgendwo in England. England ist groß. Dass es da ein 5G-Konzert gab und dass die mehrere Menschen dann Nasenbluten bekommen haben. Und ich muss sagen, als ich das so gehört habe, konnte ich mir gut vorstellen, dass es an dieser Strahlung liegt. Weil wenn zum Beispiel ich zu lange also mein Handy zu lange anhabe, was bei mir schon circa nach 10 Minuten ist, dann kriege ich ein totales Brummen im Kopf. Also nicht Kopfschmerzen, sondern so ein Brummen. So wie wenn man. Ach komm her, Leo, ich weiß, dass du deswegen nur da rumhängst. Du willst gar nicht zu mir, du willst das da. Ja, auf jeden Fall, dass es dann da dieses Brummen in meinem Kopf sich entwickelt. Und dass ich dann auch teilweise wird es mir schwindlig und schlecht und. Und ja, einfach nicht, da geht es mir nicht gut, könnte man so zusammenfassen. Und das ist jetzt schon bei der normalen Telefonstrahlung. Aber ich kann mir vorstellen, 5G ist ja. Oh, komm her, gib Pfötchen. 5G ist ja noch stärker von der Strahlung her. Müsste eigentlich viel stärker sein, weil es ja viel mehr Daten übermittelt.
Entschuldigt, ich muss gerade zwischendrin immer mal stoppen, weil mein Garnickel sich heute irgendwie ein bisschen dämlich anstellt beim Fressen. Das weißt du. So, jetzt haben wir es. Egal, jetzt können wir reden in Ruhe. Ich glaube, dass es so alles in allem von der Strahlung her höher ist und auch von der Belastung für den Körper. Weil ich bin jemand, ich bin der Überzeugung, dass Strahlung ungesund ist. Und vor allem glaube ich auch, dass Strahlung uns schädigt, auch wenn es nicht unser Handy ist. Also ich meine, überall sind heutzutage Sendemasten oder Leute mit Telefonen, die vor deiner Tür rumlaufen und schreien, ey, Mario, kommst du heute noch zum Fußball? Entschuldigt, das war jetzt gerade ein praxisnahes Ding, ist heute Morgen passiert. Da ist irgendeiner uns an der Tür vorbeigelaufen und schreit so, ey Mario, kommst du heute noch Fußball? Wo ich mir gedacht habe, ja, Mario vielleicht, aber ich will jetzt nicht wissen, dass der Fußball ist. Vor allem, was meint der? Na gut. Und ich bin jemand, ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir nicht aufpassen, dass die Strahlung bei uns viele Dinge auslösen wird, die wir nicht wollen. Zum Beispiel also bin ich jemand, auch wenn ich es nicht beweisen kann, ich glaube, Strahlung ist auch ein Grund, warum es heutzutage mehr Allergien gibt als früher. Oder dass es mehr Krebs gibt, als es früher gab. Gut, früher hat man es wahrscheinlich nicht diagnostiziert, aber ich vermute, dass es auch mit der Strahlung zusammenhängt. So, ich glaube, das reicht jetzt. Und haben heute Nacht einen aufgeputschten Hasen. Ja, sehr qualitativ zu meinem Video. Aber wenigstens hat die Haferqualität gestimmt. Also ich sag einfach, wenn wir dieses 5G, kriegt man ja auch jetzt gerade voll nachgeschmissen. Also mein Handytarif nur zum Beispiel, den habe ich damals abgeschlossen mit 6 GB und normalem Internet. Und habe dann halt durch einen Magenta-Bonus habe ich halt dann die GB verdoppelt bekommen. Heutzutage zum selben Preis bekomme ich automatisch schon die doppelte Anzahl vom Datenvolumen her und da drauf noch 5G und dann aber nur noch 5 Euro Rabatt. Und ich sage einfach, das ist irgendwie, ja, ich will das 5G gerade noch nicht. Ich glaube nämlich, dass es einfach eine Strahlung ist, die man nicht braucht. Und ich frage mich auch, wozu soll man das überhaupt benutzen? Ich meine, dafür, dass man sich dann Videos anguckt im Internet, ist an sich für mich, glaube ich, ein Ding, dass wenn du eine Firma bist, ja, dann macht es vielleicht Sinn, weil die haben größere Datensätze, die brauchen schnelleres Internet. Aber jetzt als Privatperson, als Otto-Normalverbraucher, brauchst du das dann wirklich? Ich meine, brauchst du es, dass deine E-Mail innerhalb von 4 Sekunden beim anderen ankommt, wenn der sie dann erst am nächsten Tag liest? War auch ohne 4G in 5 Sekunden wegbehandelt. Ja, ich will, es ist übrigens 5G, 4G ist das, was wir schon haben. Ja, jetzt halt ohne 5G. Ja, du hast gerade 4G gesagt. Ach so. Ja. Also, du bist, egal wie du es drehst und wendest, das Internet ist an sich schon schnell genug in meinen Augen. Und, ja. Oh, ich kann gerade nicht, wenn ich jetzt, ich muss kurz durchziehen. Es geht nicht anders, sorry. Dann schnell. Ja, gib mir an, wenn du mich ablenkst. Ist nicht deine Tür, ist dein Häuschen. Ja, auf jeden Fall, ich bin der Ansicht, unser Internet ist jetzt, wie es ist, schon schnell genug. Und das Internet, das vielleicht noch schneller werden könnte, wäre das zum Beispiel, das man im Privathaushalt hat. Aber da meine ich jetzt nicht das WLAN, sondern ich meine das LAN. Ich finde, bei uns ist unser LAN teilweise sehr lahmarschig, obwohl es übers Kabel geht. Ich sollte vielleicht ein Glasfaserkabel einfach mir holen. Fällt mir gerade ein, das gibt es heutzutage schon, die LAN-Kabel mit Glasfaser. Dann wird es auch schon. Ich glaube zum Beispiel, die gibt es. Falls irgendeiner von euch da schon mal was davon gehört hat, also schreibt, dann verlinkt es mir gerne in meinen Kommentaren. Ich bestelle es dann. Ja, aber ich für meinen Teil, ich sage, alles in allem, wenn jetzt mal nicht unser LAN so lahmarschig wäre, haben wir eigentlich schnell genuges Internet. Und ich meine, unsere WLAN, unsere Buchse ist gefühlt im Keller und reicht bis hoch ins Dach. Und
Das zeigt doch, dass es an sich stark genug ist. Und ich weiß echt nicht, wieso man immer mehr, immer größer und immer riskanter braucht. Weil ich meine, viele sagen jetzt, das 5G ist total risikoarm, da passiert schon nichts. Aber die Wahrheit ist, sie haben es ja auch noch nicht erforschen können, was passiert, weil es ja noch nagelneue Technik ist. Und ich bin gespannt, was dann in ein paar Jahrzehnten dann rauskommt, so rein vom Prinzip. Also, ja, das war alles, was ich dazu sagen kann, weil ich habe da so einen kleinen Kerl, der sollte jetzt in seinen Stall zurück. Ich natürlich euch noch mehr erzählen. Viele denken sich so jetzt, oh Und nein. endlich fertig. Ja. Und ja, ich schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu halt denkt oder ob ihr wisst, wie man ein LAN-Glasfaserkabel. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin. Tschüss.